Viktoria-Fans. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück mit einer neuen Ausgabe unseres Spieltagstalks. Heute werden unsere Neuzugänge Brooke und Cebo eure Fragen beantworten. Die erste Frage: Wie alt seid ihr? Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 21. Woher kennt ihr euch? Wir haben jetzt, glaube ich, zweimal gegeneinander gespielt oder so. Ja, deswegen, man kennt sich einfach. Habt ihr ein verstecktes Talent und wenn ja, welches? Nicht, dass ich wüsste. Ja, habe ich. Ich kann tanzen. Hund oder Katze? Katze. Auf jeden Fall Hund. Kanntet ihr schon jemanden aus der Mannschaft? Ja, ich kannte Lukas Pinkert. Mit dem habe ich zusammen beim HSV in der U19 gespielt. Und ja, da kennen wir uns. Nein, ich kannte keinen. Habt ihr Tattoos und wenn ja, wie viele? Nein, ich habe keins. Ich habe auch kein Tattoo. Ein Monat kein Fußball oder ein Monat kein Handy? Ein Monat kein Handy. Ein Monat kein Handy. Wo seht ihr euch in 2 Jahren? Minimum in der Bundesliga. Ich sehe mich in der 2. Bundesliga. Welche Position spielt ihr? Ich bin linker Verteidiger. Ich spiele eigentlich alles offensiv. Wer von euch beiden ist schneller? Ganz klar ich. Das müssen wir noch herausfinden. Wer war euer herausforderndster Gegenspieler? Als ich gegen Köln 2 gespielt habe, musste ich einmal gegen Florian Kainz aus der ersten Mannschaft spielen. Also war schon eine Herausforderung, gegen ihn zu spielen auf jeden Fall. Der Spieler, der am schwierigsten zu verteidigen war, bis jetzt Moise Kean. Wer ist euer Idol? Ronaldinho. Ich habe ehrlich gesagt kein bestimmtes Idol. Was ist eure größte Stärke? Mein linker Fuß, meine größte Stärke. Flanken, Schuss, sowas. Meine größte Stärke ist, glaube ich, meine Schnelligkeit und mein Dribbling. Und was ist eure größte Schwäche? Kopfball. Rechter Fuß. Wenn ihr nicht auf dem Fußballplatz steht, wo findet man euch dann? Zu Hause. Auch zu Hause. Konntet ihr euch Berlin schon etwas anschauen? Ja, ein kleines bisschen. So Kudamm und so weiter, das weiß ich jetzt. Aber mehr bis jetzt noch nicht. Ja, wir waren zusammen ein bisschen unterwegs. Ja, haben Kudamm. Mehr kenne ich noch nicht. Ohne welche App könnt ihr nicht leben? Snapchat. Bei mir ist es, glaube ich, Instagram. Welcher Club wäre euer absoluter Traumgegner? Ich glaube jetzt gerade Paris Saint-Germain. Ich würde, glaube ich, am liebsten mal gegen Liverpool spielen. Welchen Eindruck habt ihr von der Mannschaft bis jetzt? Sind coole Typen, haben uns gut aufgenommen. Ja, und macht Spaß mit denen. Alle sehr sympathisch und entspannt. Wer ist die wichtigste Person in eurem Leben? Ich habe keine wichtigste Person. Ich habe meine Familie, meine besten Freunde. Ja, die sind mir sehr wichtig auf jeden Fall. Bei mir auch meine Familie und meine engsten Freunde. Wie viele Sprachen sprecht ihr? Ich muss gerade mal zählen. 5, aber nicht perfekt. Welche sind das? Lettisch, Türkisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Englisch auch noch so, aber ist ja normal. Ich kann nur Deutsch und Englisch sprechen. Ist euch beim Fußball schon mal was Peinliches passiert? Ja, ich bin schon mal so rückwärts gelaufen und dann bin ich einfach hingefallen, haben alle gelacht so. Ich glaube, das war einmal im Training, da bin ich einfach im Vollsprint gegen Pfosten gelaufen. Oder? Wer hat das Potenzial, euer Best Buddy in der Mannschaft zu werden? Ich glaube, Djibu. Ja, ich glaube, Brooke. Habt ihr einen Lieblingsverein, abgesehen von Viktoria Berlin? Eigentlich war das immer Barcelona, ja. Seit der Kindheit ist es schon immer FC Chelsea. Wer ist euer Lieblingsspieler? Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. In welches Land würdet ihr gerne einmal reisen? In die USA. In die Karibik, egal wo. Was ist euer Lieblingsurlaubsort? Also bis jetzt war das eigentlich Marokko.
Ich fand Marbella sehr schön. Unser nächster Gegner heißt 1. FC Kaiserslautern. Wie schätzt ihr die Mannschaft von Marco Antwerpen ein? Ich denke, dass es eine sehr erfahrene Mannschaft sein wird, die sehr diszipliniert spielt. Und ja, und da kommt es drauf an, noch besser als Mannschaft zusammenzustehen. Ja, ich finde, Kaiserslautern ist eine sehr gute Mannschaft. Die stehen jetzt auf dem 2. Tabellenplatz und haben auch jetzt letzte Woche gegen Meppen 4-0 gewonnen, glaube ich. Und ja, wir müssen einfach dagegen halten, aber wir haben die Chance auch, gegen die zu gewinnen. Wir haben noch eine kleine Challenge für euch. Einer von euch liest Begriffe vor, der andere hört so laut Musik, dass er den anderen nicht verstehen kann und ihr müsst die Begriffe erraten. Fertig? Du fängst an mit den Begriffen. Musik an. So. Das erste Wort ist Dreierkette. Dreierkette. Halbzeit. Soll ich jetzt das andere? Okay, der erste Begriff war falsch. Leider. Das war nicht Halbzeit. Was war's denn? Dreierkette. Dreierkette, okay. Ja. Wir machen weiter mit dem zweiten Begriff. Musik an. Flankengott. Flankengott. Du musst besser mit deinen Lippen machen. Ich sag's noch einmal. Flankengott. Flankengott. Ja! Krass, oh, okay. Blutgrätsche. Blutgrätsche. Ja, weiß nicht. Nein, keine Ahnung. Komm, sag's noch ein drittes Mal. Blutgrätsche. Was hast du über Begriffe gesucht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay. Aufklärung. Blutgrätsche. Blutgrätsche. Okay, go. Notbremse. Sag nochmal. Notbremse. Notbremse. Korrekt. Zweiter Begriff, du zeigst es. Wieder aus. Wieder an. Fallrückzieher. Sag nochmal. Fallrückzieher. Fallrückzieher. Torjäger. Torjäger. Tor, was? Tor? Ich weiß nicht. Torjäger. Tornetz. Okay. Ich weiß es nicht. Stopp. Torjäger war richtig. Was laber ich da? Sehr gut. Du hast 2-1 gewonnen. Glückwunsch. Dankeschön. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter und bleibt immer auf dem neuesten Stand. Ja, Test, Test. 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 Habt ihr Tattoos und wenn ja, wie viele? Ich habe leider keins. Okay, ich mach nochmal. Nein, das passt schon. Man musste, glaube ich, die Frage auch erstmal kurz verstehen. Der beste Spieler, gegen den ich jetzt bis jetzt gespielt habe, war Kai Havertz. Aber warst du schon mal gegen ihn gespielt? Nein, ist mir auch vertraut. der Spieler, der bis jetzt für mich am besten war oder am ekelhaftesten? Nein. ekelhaftesten zu verteidigen, wollte ich gerade sagen. Ja. Wie soll ich? Was ist eure größte Stärke? Meine Gibt es eine Frage, die ihr dem jeweils anderen nochmal stellen wollt? Hast du eine Frage an ihn? Ich habe keine Frage an ihn. Was ist euer absoluter... Nochmal neu. Welchen Eindruck habt ihr von unserem Trainerteam? Sind alle coole Typen, mit denen kann man sich gut unterhalten. Außer David, mich gerade zu der Frage zwingt. Komm, wir erlösen euch jetzt, oder?